Sag mal, behandeln Sie eigentlich auch Kriminelle oder nur Polizisten, die in so einem Sträuß jagen? Ja, gewalttätige Straftäter zum Beispiel. Hm. Böse Jungs, ne? Aber hallo. Gar nicht mal so ungefährlich. Nee, kann man nicht sagen. Hm. Ja, wie ist das dann so, wenn die dann den ganzen Tag lang einer am anderen bei Ihnen im Büro sitzen und versuchen, sich selbst zu finden, ist das dann... Also ich meine, kommt da psychologisch, gefühlsmäßig nicht ein bisschen was durcheinander? So? Warum fragen Sie das? Verunsichert Sie das? Mich? Nee, mich nicht. Warten Sie mal, noch liege ich nicht bei Ihnen auf der Couch, gell? Noch nicht. Wissen Sie, was das Problem bei euch Pfälzern ist? Natürlich. Ach ja? Wenn Sie das wirklich wissen, dann gehe ich vielleicht sogar noch mal mit Ihnen aus. Wer sagt denn, dass ich Sie wiedersehen will? Wollen Sie nicht? Sie sollten gerade mal Ihr Gesicht sehen. Sie wollen mich also nicht wiedersehen? Natürlich will ich Sie wiedersehen. Aber nicht für die Psychoanalyse, gell? Das können Sie bei mir knicken. Weil, also eins müssen Sie wissen. Was todsicher ist, dass mir Pelze für die Psychoanalyse völlig unzugänglich sind. Ah ja. Mhm. Seltsam. Ich dachte, ihr Pfälzer seid nur unzugänglich für Hochdeutsch und euer größtes Problem ist der Dialekt. Ja, das auch, aber... finden Sie, dass ich Dialekt spreche? ehrlich jetzt? Na, jetzt mal ernsthaft, also... wenn ich jetzt mal so Ihre Situation insgesamt sehe, dann... ich sage, Sie sitzen eigentlich nicht ziemlich in der Scheiße. Was? Naja, also neue Dienststellen, neue Stadt, neues psychologisches Konzept und das ganze Büro voll mit Pelzerbulle, die versuchen, sich selbst zu finden. Also, wieso machen Sie denn das? Naja, einigen hilft das wirklich. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aber manchmal wünschte ich mir, alle würden ihren persönlichen Mist einfach mal vergessen und einfach nur ihren Job machen. Hm. Und die Kriminelle auch? Ja klar, die Kriminellen auch. Würden die ihren Job nicht machen, dann hätten sie auch keinen. Ich hätte immer einen Job. Ach ja? Mhm. Wieso? Ganz einfach. Wenn es hart auf hart kommt, dann verhafte ich Unschuldige. Oha. Sie sind ja ein ganz gefährlicher. Ich könnte zum Beispiel Sie verhaften. Mit Handschellen. Wenn es sein muss. Volles Programm. Lassen Sie uns mal was bestellen. Was können Sie mir denn empfehlen? Der Winzerteller ist sehr lecker. Der Winzerteller? Ja. Vorletzte Seite. Saumagen? Pfälzer Spezialität, sollten Sie probieren. War das nicht das Lieblingsgericht von Helmut Kohl? Sehr gut. Hey. Deswegen sehen die alle so aus. Also Sie natürlich nicht. Gerade nochmal Klick gehabt.